Da sind wir wieder hier bei einer neuen Folge von WeCraft und zwar ist es schon die 30. Heute mal wieder nicht allein, heute habe ich mir mal wieder den André hier in die Talkrunde geholt. Oh, guten Tag liebe Leute, willkommen und ja, wie gesagt, ich bin der gute André und werde mal hier mitlabern. Was für Themen haben wir heute Also, wieder? Heute ist ja Ostern, beziehungsweise schon seit einiger, also naja gut, seit Karfreitag ist es ja im Prinzip schon Ostern. Und da würde ich ganz gerne über Ostern so ein bisschen reden. Zunächst mal, du bist ja jetzt kein rein Deutscher, du bist ja, ich glaube, aus Kroatien so ein bisschen. Serbien. Ja, Serbien, stimmt. Kein Problem. Ja, feierst du auch Ostern oder wie ist es bei dir? Bei uns ist es, sag ich mal, so. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht wegen der Religion her, aber ich bin halt nicht getauft und bei uns ist, sag ich mal, okay, ich glaube schon an Gott und an alles drum und dran, aber bei mir ist Religion nicht so ein großes Thema, sag ich mal, und dann feiern wir es jetzt nicht so richtig, nee. Doch, schon ein bisschen, schon, also auf jeden Fall, dass Ostern ist und so, das feiern wir halt schon ein bisschen, aber es wird nicht so groß gefeiert, keine Ahnung, tralala, keine Ahnung. Also es wird nicht so groß irgendwie. Bei mir auch nicht, also es ist jetzt, für mich ist es eigentlich egal, bei mir ist es halt nur so, ja, man kommt vielleicht mal so ein bisschen mit dem Rest der Familie zusammen, man geht ein bisschen irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo hin und macht was mit der Familie, aber ansonsten, es ist jetzt nicht so wie man Weihnachten, halt, ich meine, die Preise für die GTX 980, ne, die sind jetzt zu Ostern wieder gestiegen auf 600, ne, ich wollte mir die eigentlich holen, aber ja, nach Ostern werden die wahrscheinlich fallen, weil die sind jetzt zu Ostern, sind die schon happig geworden. Das ist, weil viele Ostern auch sowieso Weihnachten feiern. Ich finde das total, Müll, weil Ostern, ich finde Ostern ist so für eine Kleinigkeit, für ein paar Eier oder so. Ja, das finde ich auch, weil bei Ostern, okay, man setzt sich wirklich mit der Familie zusammen, man bekommt vielleicht ein kleines Präsent oder so, keine Ahnung, ein bisschen Geld oder irgendwie süß, keine Ahnung, so irgendwas rum, sag ich mal. Okay, man setzt sich wirklich mittags, wie du schon gesagt hast, vielleicht mittags irgendwie mit der Familie hin, macht irgendwas gemeinsam, aber sonst finde ich eigentlich, viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Ja, deswegen, das ist doch, es ist, wird auch wie dieser Valentinstag, es wird alles durch die Medien gehypt, man soll das und durch die Presse, aber nö, es ist halt, es ist Ostern und es ist kein Weihnachten. Okay, das finde ich eigentlich auch, aber ich finde den Hype beim Valentinstag viel schlimmer, weil bei Ostern ist halt so, da wird ja die Wiedergeburt von Christi gefeiert, da hat, sag ich mal, noch ein bisschen mehr Sinn, okay, das glaube ich jetzt eigentlich auch nicht ganz, aber da hat es noch einen religiösen Hintergrund und beim Valentinstag ist es halt so, Geldmache. Das stimmt eigentlich wirklich beim Valentinstag. Ja. Beim Ostern hat, okay, beim Valentinstag hat's auch einen gewissen Grund, aber bei Ostern hat's halt, sag ich mal, noch einen gewissen... Nein, meine Schafe! gewissen Bezug, finde ich. Mann, meine Kackschafe, geht mal da runter. Ja, ich habe hier meine Wolfi, meine Hundearmee. Ich glaube, ich sollte... So. Ich glaube, ich sollte da diese Leiter nicht dahin bauen, aber... Mann. Weil ich versuche immer neue Schafe zu sammeln und das ist schwer. Kommt. Weil die klettern die Leiter auch gerne hoch. Weil ich hab mir dann okay. Leiter hingemacht, aber die klettern die jetzt gerne hoch. So. Runter und runter. Ich will dich nicht verletzen, aber tut mir leid. Ey, nicht da hochgehen! Mann! Wie kann ich okay, die davon jetzt abhalten? Das Beste wäre, kann man sagen. Wow, man scheiße. Kann immer sagen, Zombie. Nee, nicht da hochgehen, weißt du? Ja, so ein Schild dran klatschen. Schafe, wenn ihr das lesen könnt, hochgehen nicht verboten. Sonst gibt's Schläge. Eltern haften für ihre Kinder. ja. Papa Schaf. Oh nein, jetzt ist schon wieder so ein Typi da weggegangen. Wow, ich werde hier wirklich zermatscht von denen. Von was wird sie denn zermatscht? Hallo, wir sind gerade in der Aufnahme. Hallo. Möchtest du mitreden? Ja. Dann rede doch mal mit. Also wir reden gerade über Ostern. Ach so, cool. Ja, morgen ist Ostern. Ja, morgen ist Ostern. Feierst du das? Also nicht richtig. Ich bin da kein kleines Kind mehr, dass sie die Eier suchen oder so. Nicht?
Ich krieg dann mein Geld und fertig. Ach, Geld kriegst du sogar. Ja, dafür kostet ein neues Mikrofon. Oh, welches denn? Ja, das wird ja überall unterschiedlich gefeiert, deswegen ist es ja so, deswegen ist es ja unterschiedlich. Ich finde, Eiersuche finde ich eigentlich immer... Okay, nicht direkt. Also es ist Eiersuche. Muss nicht direkt sein, aber man sollte halt ein bisschen schon den Spaß dran haben irgendwie an Ostern, aber ich finde, das finde ich halt viel zu sehr gehypt mit dem Osterhasen. Ja, das ist... Das ist ja nicht mal das, was wegen was Ostern halt gefeiert wird. Gefeiert. Ja, ne, das ist... Okay, das Ei symbolisiert ein bisschen die Wiederauferstehung. Ja, das ist auch durch die Medien so ein bisschen gehypt worden, dieses... Ich weiß nicht. Das zum Beispiel das Bild vom Weihnachtsmann kommt auch von Coca-Cola. Ja, genau. Ja. Da sagst du. Das ist auch zum Beispiel so ein Hype, aber bei Ostern finde ich das auch recht schlimm, weil alle, sag ich mal, allen wird in der Kindheit wirklich erzählt, ja, Osterhase und so, deswegen Ostern, aber niemand weiß halt direkt, um was es genau geht. Ich bin gerade bei uns am Server, oder? Was? Ihr seid gerade hier am Server. Ja, natürlich, wo sollten wir sonst sein? Ja, ihr seid auch gerade was in den Chat geschrieben. Ja, hab ich gesehen. Weil ich war gerade bis eben noch mit dem drinne und dann ist er, wollte ich hier mitreden und dann habe ich gemerkt, dass ihr eine Aufnahmeseite nennt. Ja, Für wen nehmt ihr denn auf? Für wen? Für mich natürlich. Für so, WeCraft, das ist die 30. Folge. Oh, so. Schon 30 Folgen? Ja, das ist halt gerade so eine Osterfolge. Björn, hast du schon was für morgen geplant? Ja, wir fahren zu meiner Cousine nach Hessen. Wobei morgen, ich weiß nicht, wann das Video ankommt, das kommt wahrscheinlich Sonntag on, also morgen. Was ist das? Oh Gott, die Zombies. Ich werde versuchen, dass ich auch mit meiner Cousine auch nochmal so ein Ostersuch, so ein Eisuchdingens mache, dass die ein paar Eier versteckt in ihrem Garten, dass ich die dann suchen kann. Und das dann auch nochmal so mache wie heute, beziehungsweise das Video, was morgen kommt. Und ich auch mal gespannt. Irgendwie spawnen ja gerade so viele Zombies. Ich weiß nicht warum. Ja, das ist gerade auch abnormal. Ich wollte eigentlich ein bisschen auf Essensjagd gehen. Essensjagd. Weil ich hatte halt keine Lust, jetzt auf mein Getreide zu warten. Ein paar Schafe umbringen, ein paar Zombies und jegliches. Oh, scheiße, ein Kopfloser. Ein Kopfloser? Was ist das denn? Ein kopfloser Zombie. Der will bestimmt meinen Kopf klauen. Hä, wo gibt's denn kopflose Zombies? Keine Ahnung, hier war gerade einer. Nein, da ist ein Creeper in der Nähe explodiert. Oh. Bei uns ist eben einer im Haus explodiert. In diesem Kastenhaus. Ja, Kastenhaus, rechte Sache. Nein, jetzt sieht es eigentlich ganz nice aus, wenn man jetzt... Weil wir haben ach ja. Ich wollte mich noch bedanken. Hab mich mal dran versucht. Hoffe, es gefällt dir. Flaming ist dieses Schild. Hab ich hier gerade mal gelesen. Dankeschön, Flaming, dass du mir mein Dach gebaut hast. Ich kann mein Dach ja selber nicht bauen. Deswegen ist es echt cool. So, ich mache mir jetzt ein bisschen Knochendingens. Okay, das weicht. Ich hätte jetzt noch ein kleines Thema. Das weicht jetzt ein bisschen ab von Ostern. Aber was sagst du zu Assassin's Creed Chronicles? Sieht echt gut aus. Werde ich, denke ich, let's playen. Okay, weil ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, was die mit dem 2,5D meinen, aber okay. Ja, dass du wahrscheinlich, kannst halt nicht 3D spielen, aber dass du ab und zu mal per nach oben gehen oder so irgendwo vielleicht hingehst. Ja, das glaube ich auch, aber ich kann es mir immer noch nicht so ganz so komplett vorstellen. Aber okay, ich freue mich schon, da gibt es halt einmal China, einmal Indien und einmal Russland. Ja, Russland, wird auch geil. Russland, Das Geilste, was ich gesehen habe auf dem Bild, wo zum Beispiel, wo war das, glaube ich, auf... Oh, auf welcher Seite zum Beispiel GameStar, glaube ich, haben die das auch gepostet. Da, wo der Assassin in Russland erstmal ein Scharfschützengewehr in der Hand hatte. Geil. Und wen muss man da töten? Den Putin oder was? Nee, man sollte, ich glaube, das sollte irgendwann Anfang 1900 spielen, glaube ich. Oh. Vielleicht muss man irgendwas mit Stalin machen. Stalin, ja, Stalin oder Lenin wäre ja auch was. Lenin, Stalin, wäre cool. Früher habe ich auch mal Assassin's Creed gespielt, nur irgendwie ist mir da dran die Lust vergangen. Eigentlich wollte ich es ja nicht mehr, let's playen, aber 2D, man kann es ja versuchen.
Man kann es versuchen. Oh, 2,5. Ja. Man kann es versuchen. Deswegen. So, aber ich würde jetzt ganz gerne die Folge beenden. Wir sind ja schon bei den 10 Was? Minuten. Doch, ja, würde ich ganz gerne machen. Und deswegen sage ich, es war jetzt ein bisschen was zu Ostern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von WeCraft wieder. Tschüsseli. Ciao.